In diesem Video geht es um Grundlagen der Elektrotechnik, genauer um Drehstrom und noch genauer um den Vergleich der Leistungen bei Dreieck- und bei Sternschaltung. Als Beispiel nehmen wir mal einen Drehstrommotor, der eine Rolltreppe antreibt. Als Motor ist diese Maschine ein Verbraucher, auch wenn er elektrische Energie nicht verbraucht, sondern nur in Bewegungsenergie der Rolltreppe umwandelt. Das Wort Drehstrom deutet darauf hin, dass vom Netz drei Wechselströme gleichzeitig in den Motor fließen. Der Motor ist genau dafür ausgelegt. Er stellt ein Dreiphasensystem dar. Eine Phase bezeichnet einen der drei Wechselströme. Er hat drei Stränge, einen für jeden der drei Wechselströme. Jeden Strang kann man sich als Stromzweig mit Spule vorstellen. Jede Spule stellt einen Widerstand dar, an dem eine Strangspannung anliegt und durch den ein Strangstrom fließt. Die elektrische Leistung, die jeder Strang aufnimmt, berechnet man aus dem Produkt von Strangspannung und Strangstrom. In der Summe zieht sich der Motor die Scheinleistung S aus dem Netz und verteilt sie auf die drei Stränge. Jeder einzelne Strang bezieht somit eine sogenannte Strangleistung S-Strang. Gehen wir davon aus, dass alle drei Stränge im Motor den gleichen Widerstand aufweisen, dann nennt man das Dreiphasensystem des Motors symmetrisch. Durch jeden Strang fließt ein gleich großer Strang Strom, an jedem Strang liegt dieselbe Strangspannung an. Vom Versorgungsnetz und seiner Drehstromsteckdose mit ihren fünf Löchern wird die Scheinleistung S auf die drei Stränge verteilt. Die einzelne Strangscheinleistung ist dann für jeden Strang ebenfalls gleich groß. Bei Symmetrie entnimmt der Motor dem Versorgungsnetz somit die dreifache Strangleistung. Auch wenn das hier erstmal nicht so aussieht, aber die drei Stränge im Motor sind miteinander verbunden. Und zwar können sie in zwei verschiedenen Formationen miteinander kombiniert werden, entweder als Stern oder im Dreieck. Während die Spannung zwischen den schwarzen Außenleitern L1, L2 und L3 gleich bleibt, ist sie an den Strängen je nach Formation unterschiedlich. Das ist mit ein Grund, warum man die Scheinleistung des gesamten Motors ungern durch diese Strangspannungen beschreibt, sondern lieber durch die Außenleiterspannung U. Gleiches gilt auch für die Ströme der Stränge bzw. der Außenleiter. Wie groß U oder I ist, hängt davon ab, ob das Dreiphasensystem als Stern oder als Dreieck geschaltet ist. Bei der Sternschaltung setzt sich die Außenleiterspannung aus zwei Strangspannungen zusammen, aber nicht hälftig. U ist um die Wurzel 3 größer als U-Strang, nicht doppelt so groß. Das liegt daran, dass die drei Spannungen nicht konstant, sondern sinusförmig verlaufen und dann noch mit einer Phase von 120 Grad zueinander. Stellt man die Sinuskurven als rotierende Vektoren dar, bilden sie einen bunten Mercedes-Stern. Die Abstände seiner Spitzen bilden ein schwarzes Dreieck, dessen Seitenlängen nicht doppelt so groß sind wie die bunten Vektoren, sondern das Wurzeldreifache. Wenn beispielsweise die Strangspannungen 231 Volt betragen, dann ist jede Außenleiterspannung 231 mal Wurzel 3, also 400 Volt groß. Den Ausdruck für die Spannung merken wir uns erstmal und wechseln zum Strom. Hier sieht es anders aus. Der Strom, der zum Beispiel durch den Außenleiter L1 in den Motor fließt, kommt zu 100% auch im Strang an. Er kann ja auch gar nicht woanders hin, weil nirgends eine Abzweigung liegt. Daher sind bei Sternschaltung Außenleiter und Strangstrom gleich groß. Mit diesen beiden Ergebnissen für Spannung und Strom wird aus der Strangleistung U durch Wurzel 3 mal I. Für alle drei Stränge benötigt der Motor dreimal so viel elektrische Leistung. 3 ist dasselbe wie Wurzel 3 mal Wurzel 3. Eine der Wurzeln kürzt sich weg, sodass am Ende dieser Ausdruck übrig bleibt. Die Scheinleistung einer Sternschaltung ist Wurzel 3 mal Spannung mal Strom der Außenleiter. Bei der Dreieckschaltung dagegen teilt sich der Strom, wenn er vom Außenleiter in die Stränge des Motors fließt. Beim Dreieck gilt der Faktor Wurzel 3 also für den Strom. I ist um Wurzel 3 größer als der Strangstrom. Zum Beispiel würde sich ein Außenleiterstrom von 2 Ampere so auf die Stränge aufteilen, dass durch jeden Strang nur noch 1,155 Ampere fließen. Wieder merken wir uns erst einmal diesen Zusammenhang mit dem Faktor Wurzel 3, der dafür bei der Spannung fehlt. Die Außenleiterspannung ist nämlich identisch mit der Strangspannung. Warum? Weil der Strang mit seinen beiden Enden direkt an den beiden Außenleitungen hängt. Wenn beispielsweise zwischen L1 und L2 400 Volt herrschen, dann liegen auch am Strangwiderstand 400 Volt an.
Bei Dreieckschaltung ist also Außenleiterspannung gleich Strangspannung. Mit diesen beiden Gleichungen erhält man jetzt die Leistung eines Stranges I mal U durch Wurzel 3. Bei insgesamt drei Strängen fordert der Motor eine elektrische Leistung von 3 mal so viel. Wieder ist 3 gleich Wurzel 3 mal Wurzel 3. Eine Wurzel kürzt sich weg und es ergibt sich dieselbe Gleichung wie auch für die Sternschaltung. Doch Vorsicht, auch wenn die Formeln gleich sind, die Werte sind es nicht. Folgendes Beispiel soll das zeigen. Die Außenleiterspannung betrage in beiden Fällen 400 Volt. Weil der Strom bei Dreieckschaltung aber nur durch einen Widerstand fließen muss, ist er hier um Wurzel 3 größer als bei der Sternschaltung, wo er zwei Widerstände durchströmen muss. Damit ist oben rechts auch die Leistung um Wurzel 3 größer. Hinzu kommt noch, dass dieser größere Strangstrom gleich zweimal am Knotenpunkt auftritt. Dadurch ist der Außenleiterstrom nochmal um Wurzel 3 größer und die Leistung ebenfalls. Wir haben also zwei Gründe, warum die Leistung jeweils um Wurzel 3, insgesamt also dreifach, größer ist als bei Sternschaltung. Hier ein typisches Aufgabenbeispiel dazu. Die Startumwicklung eines Wechselstrommotors besteht aus drei Strängen mit einem Strangwiderstand Z von je 10 Ohm. Der Motor wird in einem Dreiphasensystem 230, 400 Volt betrieben. Welche Scheinleistung S nimmt der Motor auf, wenn er A in Sternschaltung und B in Dreieckschaltung betrieben wird? In Stern und in Dreieckschaltung ist die Außenleiterspannung die mit der größeren Zahl, hier also 400 Volt. Die Außenleiterströme I sind unterschiedlich groß. Starten wir mit der Sternschaltung. Die Gleichung für die Scheinleistung ist Wurzel 3 mal U mal I. Der Strom ist in diesem Fall unbekannt. Der Außenleiterstrom muss aber genauso groß sein wie der Strangstrom. Der Strangstrom lässt sich nach dem Ohmschen Gesetz mittels Strangspannung und Strangwiderstand Z berechnen. Setzt man den Strangstrom in die Gleichung 1 ein, ergibt sich eine aufgenommene Scheinleistung von etwa 16 kV Ampere. Berechnen wir jetzt die Scheinleistung bei Dreieckformation der Stränge. Die Formel sieht hier zwar genauso aus wie bei der Sternschaltung, aber der noch unbekannte Strom macht den Unterschied. Der Außenleiterstrom ist das Wurzeldreifache eines einzelnen Strangstroms. Weil die Strangspannung gleich der Außenleiterspannung U ist, teilt man jetzt nicht 231 Volt, sondern 400 Volt durch den Widerstand Z. Damit beträgt I Strang schon 40 Ampere, also Wurzel 3 mal mehr als beim Stern. I Außenleiter verlangt jetzt noch einmal den Faktor Wurzel 3, woraus sich 69,3 Ampere ergeben, also 3 mal mehr als beim Stern. Entsprechend nimmt der Motor mit 48 kV Ampere eine dreifach höhere Scheinleistung auf als in Sternschaltung. Fazit: Ein Verbraucher nimmt in Dreieckschaltung 3 mal mehr Leistung als in Sternschaltung auf. Um sich das besser zu merken, habe ich mir eine Eselsbrücke gebaut. Das leistungsstarke Dreieck wird durch ein sportliches Dreirad symbolisiert. So, das reicht erstmal. Zum Schluss kannst du dein erworbenes Wissen nochmal checken, und zwar mit dem üblichen Zusammenfassungsquiz. Verbraucht ein Verbraucher elektrische Energie? Nein, aber er setzt sie zum Beispiel in mechanische Bewegungsenergie um. Wie nennt man ein System, das drei Wechselströme gleichzeitig einsetzt? Dreiphasensystem. Welche Eigenschaft haben drei Stränge, wenn sie ein symmetrisches System bilden? Sie haben alle einen gleich großen Scheinwiderstand Z. Wie viele Löcher hat eine Drehstromsteckdose? 5. Drei für die Phasen, einen Rückleiter und einen PE-Leiter. Wie heißt die größere der beiden Spannungen in einem Drehstrommotor? Außenleiterspannung. Mit welcher Schaltungsformation ziehen Motoren mehr elektrische Leistung und setzen sie dann auch in mehr mechanische Leistung um? Motoren, deren Stränge im Dreieck geschaltet sind.